Herzlich willkommen aus Pagera, La Romana. Es sieht alles so schön aus. Aber es gibt zwei Probleme. Das erste ist, wo ich hier stehe, da sollte man nicht zu viel riskieren und zu nah an die Kante gehen. Es wird hier auf Hinweisschildern so ein bisschen auf die Leute versucht einzuwirken, dass man hier nicht hochgeht und dass man hier sich nicht ein Risiko aussetzt, nämlich zu nah an diese Abbruchkanten geht und Gefahr läuft, da runter zu fliegen. Das muss nicht sein. In letzter Zeit gab es genügend Leute, die ja hier sich Böses zugefügt haben. Ich drücke es mal vorsichtig aus. Und deswegen Hinweisschilder, dass man hier nicht an die Klippen geht, zu nah ran. Ich bleibe jetzt auch extra 2 Meter weit weg und gucke da nicht runter. Allerdings hier unter mir, hier ist so eine kleine Schlucht und hier unter mir ist so ein grober Steinstrand, also rundgespülte Steine, wenn man mal so für sich sein möchte. Gerade in dieser Zeit, wo die Insel immer voller wird, dann könnte man, und so mit Stein kein Problem hat, dann könnte man hier runtergehen und auch so ein paar Meter ins Meer hineingehen, wenn man sicher ist. Und hat dann mal so einen Moment für sich. Da unten ist ein Schnorchler unterwegs. Auch das ist wirklich ein schönes Revier zum Schnorcheln. Aber wie gesagt, immer Vorsicht. Es ist wirklich viel passiert in den letzten Wochen auf Mallorca. Ich befinde mich quasi links vom La Romana Strand. Da oben ist übrigens die Weiße Bank. Habe ich schon besonders vorgestellt und werde ich nochmal wieder vorstellen. Ja, und diese kleine Schlucht, so ein bisschen freigespült durch Regenfälle, die kann man hinuntergehen und da unten ist dann dieser Steinstrand. Zwischen Pagera, La Romana und Costa della Calma befindet sich das. Und dann hat man diese wunderschöne Aussicht. Türkisblaues Meer. Um die 30 Grad auf Mallorca. Also man kann auch hier herrlich wandern gehen. Wer denn ein bisschen Schatten sucht, kann hier oben den sicheren Weg gehen, am Happy Markt Resort vorbei, dort oben in das Wäldchen hinein oder am Wäldchen entlang Richtung Costa della Calma. Wunderschön, sich da am Felsenstrand mit einem Getränk belohnen. Da ist ein Chiringuito. Ja, und auf ein kleines zweites Problemchen möchte ich hier gleich nochmal hinweisen. Warum denn der La Romana Strand im Moment nicht so gut besucht ist. Tora und Palmera Strand aber relativ gut besucht. Der Palmera Strand fast jeden Tag um die Mittagszeit ausgelastet, was Liegen und Sonnenschirme anbelangt. Ja, wie wir sehen können, es weht die grüne Flagge. Der Strand ist sauber und ordentlich. Die Liegen sind alle ausgerichtet.
aber nur ca. 15% der Liegen sind belegt. Das Wasser ist schon da hinten, können wir durchschauen und sehen noch Teile des Thora-Strandes. Dort. Und der ist zu, ich würde mal sagen, zu 70% ungefähr belegt. Ja, woran liegt das? Das liegt an folgendem. A, das gucken wir uns gleich von unten nochmal an, ist das Sotavento, das Lokal geschlossen, wo man immer mal einen Kaffee trinken kann, schick essen oder auch irgendwas anderes zu sich nehmen kann an Getränken. Und das liegt daran, dass das komplette Happy Mug im Umbau befindlich ist. Zieht sich über ein Jahr hin und das wird das ganze Jahr 2022 noch andauern. Das ist ein riesiges Areal, das geht von dort ganz oben bis ganz, ganz links hinüber und oben noch hoch. So, jetzt habe ich das etwas gefährlichere Stück hinter mir. Ja, hier können wir sehen, die Sportanlagen sind verwaist, wo sonst wirklich von morgens bis abends viel Animation und Sport gemacht wird. Da ist im Moment gar nichts los. Dort oben ist ein kleiner Supermarkt, auch der hat geschlossen. Hier, wie gesagt, die gastronomischen Betriebe sind alle zu, also alles, was man benötigt, muss man sich mitbringen. Ja, und dann fehlen hier natürlich die Gäste zu 100% beim Happy Mug. Hier oben kann man eigentlich gut parken, aber auch das ist schon wieder alles belegt, weil hier natürlich auch geparkt wird, wenn man irgendwo anders in Pagera unterwegs ist, weil man hier die Parkplätze entdeckt hat. Morgens gibt es noch welche, jetzt ist vorbei. Jetzt am Nachmittag. Früher Nachmittag. Ja, hier können wir sehen, die liegen alle, nicht alle, aber ganz, ganz viele frei. Toiletten gibt es hier, ja. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, Duschen auch. Aber die Gastronomie, Luna, Sotavento und Temptation, alles zurzeit entweder im Umbau oder geschlossen, weil hier zu wenig Betrieb ist. Hätte man wenigstens das Sotavento aufgemacht, dann wäre hier garantiert mehr los. Denn von dort aus hat man diese wunderschöne Aussicht.
Hier können wir sehen, das ganze Ressort dort oben, alles geschlossen. Das wird kernsaniert, also nur die Grundmauern bleiben stehen und ansonsten komplett alles neu. Fenster, Leitungen, Einrichtungen in den Räumen, neue Wände, Fußböden, alles komplett. Ja, das ist alles noch La Romana. Hier hat man immer den wunderschönen Ausblick auf Calafonels komplett. Man sieht Calafonels in seiner ganzen Schönheit. Da drüben. Ja, das ist der schöne La Romana Strand, gut bewacht, grüne Flagge, das heißt, es droht keine Gefahr und Hilfe ist immer da und für den einen oder anderen bestimmt ein Anreiz, hier mal herzufahren oder herzugehen, wie auch immer, weil es ist doch sehr entspannt dadurch, dass so wenig los ist. Ja, die beiden von der Lifeguard, die gucken gerade, da draußen ist ein Tretboot und das hat sich festgefahren auf dem Felsen. Und die steigen dort aus und das sehen die gerade mit Fernglas und Sorge. Das möchte man nicht so gerne, dass man dort weiter rausgeht. Jetzt haben sie es wieder frei bekommen. Da könnte gleich die Trillerpfeife kommen. Weiter raus darf man nämlich nicht. Und das ist das Tretboot in Seenot. Da, in Pink. Ja, das war der Bericht von La Romana. Es ist alles nicht so dramatisch, wie es sich anhört. Und einen ganz klaren Daumen nach oben für La Romana. Und ja, kommt mal her, guckt euch das an. Auch ohne Gastronomie, packt den Rucksack mit Getränken und Snacks. Und dann habt ihr hier einen wunderschönen Tag. Ich sage für heute Tschüss, Adios und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal.